Ja, das neue Adlergelände ist fertiggestellt. Wir haben hier nach knapp zweijähriger Bauzeit viele neue Nutzungen untergebracht. Die Sparkasse ist gerade in ihre neue Filiale eingezogen. Es gibt die Ergotherapiepraxis Rebenack. Im Obergeschoss ist eine ambulant betreute Wohngemeinschaft untergebracht und im Dachgeschoss ganz oben ist die Zahnarztpraxis Wolf und eine weitere Wohnung. Im rückwärtigen Teil des Geländes ist ein eigenes Gebäude. Hier hat das Hausarztzentrum Plangstadt seine Pforten geöffnet. Wir durften auch die Außenanlagen planen. Hier sind 35 neue Stellplätze entstanden. Lieber Herr Drescher, ich finde, die Gemeinde hat eine ganz tolle Entscheidung getroffen, dieses Gebäude hier so zu errichten. Wir sind ganz stolz drauf und wir hoffen, dass sich alle wohlfühlen. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen heute symbolhaft den Schlüssel überreichen. Vielen Dank, Herr Roth. Vielen Dank. Der neue Adler ist ein echtes Plengster Gemeinschaftsprojekt. Der Gemeinderat hat einstimmig der Entwicklung zugestimmt. Und deswegen zeigen Ihnen heute die Fraktionsvorsitzenden die einzelnen Nutzungen. Hallo, ich stehe hier vor der Zahnarztpraxis Wolf und Wolf und ich freue mich total, dass das Adlerarealgebäude endlich fertiggestellt wurde und hier endlich die Leute einziehen konnten. Besonders freue ich mich darüber, dass eine Praxis aus Plankstadt hier einziehen konnte, um einfach die Versorgung weiterhin zu gewährleisten und eine neue, moderne Praxis zur Verfügung zu stellen. Und nun schauen wir mal, ob die da sind. Also herzlich willkommen in unserer neuen Zahnarztpraxis Wolf und Wolf. Wir sind jetzt hier im Ortskern. Vorher waren wir in der Berliner Straße 3. Ich habe die Praxis dort von 2006 bis 2013 alleine gemacht. Danach ist meine Frau mit eingestiegen, nach der Geburt unseres Sohnes. Das wurde uns jetzt ein bisschen zu eng, weil wir halt auch zusammenarbeiten wollten, nicht nur in Schichten, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Und deswegen haben wir uns hier nach den neuen Räumlichkeiten umgeguckt und finden es richtig super, fühlen uns auch schon wohl. Jetzt sind wir eine Woche da, ist noch nicht alles fertig, aber sehr gut. Hier in den neuen Räumlichkeiten fühlen wir uns besonders wohl. Die bunte Farbe der Wände soll eine Gemütlichkeit erzeugen, damit man sich wohlfühlt und kein Zahnarztpraxisgefühl bekommt. Im Hintergrund, wenn man reinkommt, finde ich besonders schön, dass man die evangelische Kirche mit den Bergen hinten dran sehen kann. Und auf der anderen Seite sieht man die katholische Kirche. Und natürlich darf man nicht außer Acht lassen, dass wir jetzt hier im Zentrum von Plankstadt sind und für viele Patienten, die schlechter zu Fuß sind, einfacher vielleicht zu erreichen. Und hier stehen wir nun vor dem Hausarztzentrum Plankstadt. Ich freue mich ganz besonders, dass diese Praxis hier eröffnet wurde, da in den letzten Jahren einige Hausärzte ihre Praxen geschlossen haben. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass heute hier diese Praxis mit 3 Ärztinnen in Plankstadt angesiedelt wurde. Wir freuen uns, dass wir in den schönen neuen Räumen in Plankstadt zu dritt neu durchstarten dürfen. Wir haben uns entschieden, uns in der Gemeinschaftspraxis zusammenzutun, um unsere Qualitäten gemeinschaftlich anbieten zu können und uns in unseren Kompetenzen zu ergänzen. Und last but not least danken wir der Gemeinde Plankstadt für das zur Verfügung stellen von diesen wunderschönen barrierefreien Räumen. Das Beste am Adler Dienstleistungsgebäude ist, dass hier viel für Gesundheit und Lebensqualität getan wird. Wir stehen hier vor der Ergotherapiepraxis Bunz und wollen mal schauen, ob schon jemand da ist. Hallo, ich grüße Sie. Durch meine 14-jährige Erfahrung als Ergotherapeutin möchte ich Menschen von jung bis alt in Plankstadt und Umgebung helfen, wieder fit zu werden. Die Schwerpunkte sind Pädiatrie, Neurologie, Geriatrie, Orthopädie, Handtherapie und Psychiatrie. Wenn Patienten nicht zu uns direkt kommen können, machen wir das Ganze auch als Hausbesuch bei ihnen daheim. Bei uns bekommen Patienten von jung bis alt, Kassenpatienten, Privatpatienten alle einen Termin. Mein Team und ich, wir freuen uns auf Sie. Herzlich willkommen in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft. Ich freue mich wirklich, Sie hier sehen zu können und Ihnen das zeigen zu dürfen. Treten Sie bitte ein. Das Konzept sieht vor, dass jeder selbstbestimmt entscheiden kann, wann er aufsteht, wann er Frühstück hat. Also es hat überhaupt keinen Heimcharakter, sondern jeder ist selbstbestimmt hier mit allem, was er tut. Das hier ist der Gemeinschaftsraum, der sehr geräumig ist. Dahinter befindet sich die Küche, wo
die Bewohner selbst kochen nach ihren eigenen Wünschen. Auf der linken Seite ist eine Terrasse, die man sehr schön nutzen kann, mit einem wunderbaren Blick auch auf Plankstadt. Unser Konzept sieht unter anderem vor, dass wir 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche hier jemand oder manchmal sogar 2 oder 3 Personen zur Verfügung stellen, die sich hier um die Betreuung kümmern. Das Ziel ist, unser Plan ist, dass wir am 1. Oktober 2020 eröffnen können und wir freuen uns jetzt schon auf die Bewohner. Herzlich willkommen in dem neuen Freiluftwohnzimmer des Heimatenkulturkreises Plankstadt. Wir sind sehr glücklich über die Vergrößerung unseres Hofes, der wunderschön geworden ist. Wir stehen hier vor unserem Brunnen. Früher gab es den nur zur Hälfte. Es ist der alte Dorfbrunnen, der hier stand. Durch die Erweiterung des Areals Adlers konnten wir jetzt diesen Brunnen vollkommen wieder restaurieren. Firma Wolf hat das übernommen, hat uns die Restaurierung geschenkt. Und die Firma Fahrt, die Steinmetzfirma, kam und hat das gesehen und hat gesagt, sie spendieren uns die Abdeckung des Brunnens. Wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt einen alten Dorfschöpfbrunnen hier zeigen können. Im Rahmen des Umbaus musste die alte betonierte hessische Betonwand, die den Hof abschloss, abgerissen werden. Und dafür wurde eine meiner Meinung nach gelungene Sandsteinmauer ersetzt. Und in diese Sandsteinmauer konnten wir einen Wappenstein, der ursprünglich von der Gaststätte Adler stammte, und zwar waren außen an dem Nebengebäude die Sehnen und oben als Abschluss verschiedene Wappensteine. Den einen haben wir einmauern können. Daneben ist uns ein Schlussstein eines alten Türsturz eingemauert, der von dem ehemaligen Bauernhof Treiber stammt. Des Weiteren konnten wir unseren Brunnen ergänzen durch einen Trog, den wir vor der Scheune aufbauen konnten. Und wir haben da eine Schwengelpumpe draufgesetzt, mit der man Kindern und auch Erwachsene dürfen natürlich sein, das Prinzip einer Schwengelpumpe erfahren dürfen, selbst tätig werden. Im Ganzen freuen wir uns natürlich auf die neuen Gäste, die neu zu uns kommen, auf die Hochzeiten, die wir demnächst wieder durchführen können, und freuen uns insgesamt über dieses gelungene Ensemble, was hier neu entstanden ist. Wir befinden uns hier im neuen Adler Dienstleistungsgebäude im Ortszentrum. Wir von der Plankstädter Liste haben uns seit vielen Jahren dafür eingesetzt, das Ortszentrum zu beleben. Und deswegen freuen wir uns, dass wir die Sparkasse gewinnen konnten, hier in das neue Adler Dienstleistungszentrum einzuziehen. Und wenn Sie wollen, werfen wir mal einen Blick hinein. Herzlich willkommen in den neuen Räumen der Sparkasse in Plankstadt. Für alle die die alte Sparkasse noch kannten, Sie werden sehen, den Unterschied erkennen. Es ist hell, es ist freundlich. Meine Kollegen und ich freuen uns, Sie in den neuen Räumen zu begrüßen. Ja, nach mehr als 30 Jahren war es einfach notwendig, neue Räumlichkeiten zu suchen für unsere Mitarbeiter, aber auch ganz besonders für unsere Kunden. Das klassische Bankengeschäft, das klassische Banking ist überholt worden durch rasante Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Und mit diesen Räumlichkeiten hier ist es uns gelungen, auf einer zweckmäßigen Fläche mit entsprechender Anzahl von Beratungsräumen für unsere Kunden hier in Plankstadt, insbesondere auch in der qualifizierten Beratung, da zu sein. Ganz besonders, und das ist schon etwas Außergewöhnliches, weil wir das noch nicht in allen Filialen haben, ist zum Beispiel ein Tisch, wo wir auch Vereinsmitglieder, Vereine oder andere Gesellschaften herzlich einladen, diesen Nachbarschaftstisch zu nutzen, um dort vielleicht in einer ganz entspannten Atmosphäre über andere Dinge zu diskutieren oder Entscheidungen zu treffen. Ja, ich freue mich ganz riesig auf diese Filiale und freue mich auch, wenn unsere Kunden das genauso positiv sehen wie ich. Ja, wir vom Immobilienmanagement agieren als Dienstleister, insbesondere für den Filialvertrieb, und versuchen in enger Abstimmung mit dem Filialdirektor und den Filialmitarbeitern hier optimale Vertriebsflächen für den Kunden zu schaffen und natürlich auch ein Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter. Wir wollen dabei nachhaltig agieren, wir wollen wirtschaftlich agieren, flächeneffizient agieren und wollen natürlich auch zukunftsweisend agieren. Handeln. Die digitale Welt ist natürlich ein ganz wesentliches Thema hier. Wir haben komplett neue Beratungsmethodik hier, auch mit Bildschirm.
Wir haben auch neue SB-Technik. Wir haben einen Cash-Recycler, der ermöglicht, neben der normalen GA-Auszahlung auch einzuzahlen. In der Energieeffizienz Beispiele wie LED-Technik, besondere Haustechnik, nur eins von vielen Beispielen. Wir sind stolz, dass wir quasi die Ziele, die wir uns gesetzt haben, hier erreicht haben. Das wurde uns auch schon bestätigt von Mitarbeitern, von Kunden. Und jetzt auch an unsere Kunden noch ein Aufruf. Viel Spaß beim Besuch unserer Filiale. Ihre Sparkasse Heidelberg. Neben den Nutzungen in dem Gebäude war uns die Gestaltung des Platzes hier sehr wichtig. Hier kann man sein Fahrzeug laden, sein Fahrrad abstellen oder auch parken, um die Geschäfte in der Ortsmitte zu erreichen. Ich stehe jetzt hier mit Herrn Haaf, der sich um das neue Gebäude und den neuen Platz kümmern wird. Die Entwicklung des Adlerareals war eine wichtige Frage im Wahlkampf vor 4 Jahren. Jetzt ist diese Entwicklung abgeschlossen und sie ist zentraler Bestandteil unseres Sanierungsprogramms für die Ortsmitte in Blankstadt. Hier kommt man auf direkten Weg auf den Rathausplatz und ich freue mich schon richtig, wenn wir hier zusammen Feste feiern können.